Hallihallo, Hallöchen! Mama, du müsstest doch schon zu Hause sein, oder? Ah, hi, Mama! Hallo, Selina. Du bist jetzt schon da? So früh? Ja, weißt du doch, ich habe jetzt schon Schluss und ich freue mich total. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer, ja? Okay, ja, ich komme dann gleich zu dir, ne? Ich muss noch schnell was in der Küche erledigen. Das kann doch gar nicht sein. Sie hat mittwochs immer 7 oder 8 Stunden und jetzt ist es einfach um 11. Das ist viel zu früh. Ich kann dir jetzt nicht unterstellen, dass sie vielleicht die Schule wieder schwänzt. Was mache ich denn jetzt? Endlich! Ups. Selina? Oh ja, hi Mama. Hey Selina. Ja, setz dich doch, was los? Ja, du bist ja heute schon echt früh zu Hause, ne? Ja, weißt du doch. Ja, stimmt, weiß ich. Mittwoch hast du ja immer. Wie war es denn heute in der Schule? Ach, super, Mama. Es war wirklich, wirklich toll. Also, ich will fast sagen, es ist der beste Tag im ganzen Jahr gewesen. Und ich freue mich jetzt so richtig. Ich werde mich jetzt so richtig entspannen. Und Hausaufgaben, hast du gar keine auf, oder? Nee, eigentlich nicht. Okay, und wie läuft es denn so mit deinen Klassenkameraden? Und hat sich das mit der Sache wegen Papa mit TikTok wieder? Ja, das ist alles wieder gut. Also wir haben uns total gut verstanden und es ist jetzt alles erstmal gegessen und ich freue mich jetzt einfach so auf die nächste Zeit und dann kann ich mal ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen. Ja, runterkommen. Du weißt auch Bescheid. Ja, klar. Ja, natürlich. Gut, Selina, ich gehe dann mal wieder und lass dich entspannen. Okay, Mama. Bis nachher. Bis dann. Liegt auf der Hand. Sie will sich nur nicht erwischen lassen. Sie ist so gut drauf. Ich warte jetzt, bis der Vater kommt und dann müssen wir das klären. Sie kann doch nicht schon wieder die Schule schwänzen. Das war jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Mama weiß doch eigentlich, was los ist, oder? Vielleicht beruhigt sie sich später ein bisschen. Vielleicht hatte sie auch nur einen stressigen Tag. Hey, ich bin jetzt da. Hi. Ich sag euch, ich hatte so einen stressigen Tag. Ich habe zwar nur ein paar Stunden gearbeitet, aber ich brauche jetzt erstmal Ruhe. Jetzt geht der Stress hier weiter. Komm jetzt. Was ist denn? Psst. Was? Sei nicht so laut, du musst leise sein. Wieso denn? Wir sind doch alleine. Nein, sind wir eben nicht. Was ist denn los? Haben wir Besuch? Och nö, nicht jetzt. Selina ist schon da. Wie? Das kann gar nicht sein. Ja, eben. Selina hat mit was. Selina hat 7 Stunden heute. Und sie heute. Hat auch keinen Ausfall oder irgendwas. Ich glaube, sie schwänzt die Schule. Ich glaube, das geht schon wieder alles los. Aber psst, du darfst nichts sagen, weil... Ich soll nichts sagen. Sie schwänzt die Schule. Sie soll das nicht mitbekommen, weil ich habe sie gerade gefragt. Und sie ist total happy und gut drauf. Und ich will das erstmal, wir müssen das irgendwie aus ihr rauskitzeln, ohne ihr gleich wieder Vorwürfe zu machen. Ganz ehrlich, ich dachte, wir wären mit diesem Thema mal durch. Ja. Ich dachte, wir wären mit diesem Thema mal durch. Jetzt schwänzt sie schon wieder die Schule. Ja. Jetzt so kurz vor den Ferien. Ist ja doch sowieso bald Ferien. Ja, ich verstehe es auch nicht. Weißt du was, ich spreche mit ihr. Keine Sorge, ich versuche das aus ihr rauszukitzeln. Ja, also nicht direkt drauf ansprechen. Ja, ist ne? Okay, ich spreche mit ihr. Okay. Ja? Selina? Oh, hi Papa. Was? Cool, dass du schon da bist. Du bist ja auch schon da, ne? Ja, super, oder? Freust du dich auch mit? Ja, natürlich freue ich mich. Also, Selina, was ich dich fragen wollte, also, wie ist das momentan eigentlich so gelaufen in der Schule durch meine TikTok-Sache? Och, weil ich habe damit ja abgebrochen. Ach, nein, aber du weißt doch, wie das ist in der Schule. Also vermissen mich die Leute? Nein, also du weißt doch, wie das ist. Da kommen Sachen und dann ist das nächste Drama. Aber, und dann ist aber du hast jetzt nicht so das Problem, dass du jetzt irgendwie früher abhauen würdest oder irgendwie sowas. Also, weil die sich ärgern oder keine Ahnung, kann ja sowas sein. Also, wenn sowas ist, dann. Wenn, du, Selina, wenn sowas ist, dann kannst du das doch offen mit uns besprechen. Auch mit deiner Mama. Ja. Und auch mit mir. Ja, aber es ist doch gar nicht. Ist alles soweit okay? Es ist alles super, Papa. Es ist der allerbeste Tag im Jahr. Mhm. Ach so, ja, kann ich verstehen, wieso. Ja, okay. Wir bereiten dann das Essen vor. Du kannst natürlich gerne helfen, aber musst du nicht. Ne? Wenn du heute so gut drauf bist, weißt du was? Belohn dich doch mal selber, ne? Also, oh, gut, mit was? Also, weiß nicht, kauf dir doch vielleicht was. Also, wenn du so ein tolles... Oh, mit deiner Kreditkarte? Ja, kannst du. Wenn du so ein gutes Gewissen hast, dann mach das doch. Also, hast du ja heute anscheinend verdient, sagst du ja. Ja, ich finde schon. Okay, gut, alles klar. Danke, Papa. Ja. Das ist auf jeden Fall meine Tochter. Ich würde genauso reagieren. Wenn ich die Schule schwänzen würde, dann würde ich noch eins draufsetzen und von Papa das Geld nehmen. Oh, Mann. Und? Ich sag dir, wie es ist. Sie schwänzt die Schule. Aber sowas von. Wie
Wie, was hat sie denn gesagt? Ja, ich war bei ihr und habe einfach so gefragt, ne? Also falls was passiert ist, dass sie früher los musste von der Schule oder so, vielleicht ärgern die Leute sie ja. Sie hat nichts gesagt. Ich habe ihr so gesagt, wenn du ein gutes Gewissen, wenn du ein reines Gewissen hast, dann geh doch einfach ein bisschen dich selber belohnen, geh was einkaufen. Sie wollte sogar meine Kreditkarte. Glaubst du das? Und das kann nur meine Tochter sein. Und ich sage dir zu 110%, sie hat wieder die Schule geschwänzt. Ja, und jetzt, was machen wir? Ja, was wohl? Wir gehen jetzt dahin und stellen sie zur Rede. Nein, Schatz, das können wir nicht machen. Ja, was willst du denn machen? Selina, du weißt, sie hatte das Problem in der Schule mit Mobbing und wir sind letztens schon total ausgerastet. Pass auf, wir lassen ihr heute ihren Tag. Soll sie das machen? Und wir gucken mal morgen oder die nächsten Tage, wie gut, sich das gut, alles klar. Wir warten die Woche einfach mal ab, wie sich das alles entwickelt. Ne? Und dann sprechen wir nochmal mit ihr. Okay? Ja. Gut, dann warten wir die Woche einfach ab. Mhm. Gut, so. Oh, Selina. Okay. Hast du Autoschlüssel? Ja, meine Jacke ist auch da und... Okay, gut. Warte mal, stopp. Wo ist Selina? Ist sie schon... Ich hab sie heute Morgen gar nicht gesehen. Es ist ja auch schon gegen 9, die wird schon längst in der Schule sein. Ja, ich glaube auch. Wahrscheinlich ist sie sogar früher zur Schule gegangen, weil sie gestern ein schlechtes Gewissen hatte. Ja, denke ich auch. Aber was, also, können wir jetzt... Ja, ich guck nur, ob sie ihr Zimmer aufgeräumt hat, weil das sollte ja auch noch... Ja, ich gehe schon mal zum Auto. Ja, mach das. Ja? Vergiss den Schlüssel nicht. Ja, ich komm so... Sofort. Sag mal, ist das hier dein Ernst? Aufstehen! Aufstehen! Sag mal, ich glaube, ich bin im falschen Film, oder? Yes. Erst gestern und jetzt heute! Du musst zur Schule! Yes. Du stehst jetzt sofort auf, darauf habe ich keine Lust. Bleib hier, Liebling! Du kommst jetzt sofort ins Esszimmer, wir haben ein Krisengespräch. Wir haben ein Krisengespräch! Sofort! Esszimmer! Was ist los? Selina ist noch da! Wie, Selina ist noch da? Sofort ins Esszimmer! Sofort! Familienbesprechung! Setzen! Sofort! Also langsam kriege ich hier echt die Krise. Erst gestern die Schule geschwänzt und heute willst du nicht zur Schule? Hä? Was ist denn mit dir los? Selina! Deine Mutter hat dich gestern extra in Ruhe gelassen und jetzt ziehst du sowas ab. Und gestern hast du dir noch neue Klamotten gekauft und so willst du uns jetzt total irgendwie anlügen und was weiß ich? Selina, wir sind wirklich enttäuscht von dir. Ich dachte wirklich, okay, in der Schule unfassbar. Probleme, aber... Und du hast gestern meine Kreditkarte benutzt. Wer weiß, wahrscheinlich bis zum Limit. Ja? Kannst du uns das jetzt mal bitte erklären? Ja, würde ich. Seid ihr fertig jetzt? Ja. Ich hab nicht in diesem Ton. Ich habe Ferien seit heute. Selina, du hast gar keine Ferien. Selina, du hast erst ab nächste Woche Ferien. Das wissen wir doch. Jetzt wisst ihr uns auch noch. Ihr wisst ganz genau, dass wir aufgrund der Situation momentan eine Woche eher Ferien haben. Das kann gar nicht sein, Selina. Eine E-Mail bekommen. Kann gar nicht sein, weil dann hätten wir nämlich irgendwie eine Benachrichtigung bekommen. Ich habe nichts. Oh, Papa, hast du etwa eine E-Mail bekommen? Wie, du hast... Wir haben was vom Elternkreis bekommen. Ah, aha. Ja, das doch, erzähl doch mal bitte. Nicht ja. Müssen, oder? Was steht da? Welchen haben was wir heute? Ja, so, ich hab dir doch gesagt, du sollst mir solche E-Mails immer gleich weiterleiten. It's a prank! Oh, Selina, das tut uns natürlich total leid. Dann, das war unsere Überraschung an deinem ersten Ferientag. Dachten wir, wir nehmen dich so richtig hops. Du kannst wieder ins Bett gehen und schlafen. Ich bring dir was Leckeres zu essen mit von McDonald's oder so. Ja, und ich lasse die andere Kreditkarte auch noch hier. Könnt ihr jetzt die Klappe halten? Oh, ey, wir haben ja total als Eltern versagt. Warum hast du die E-Mail mir nicht... Weißt du was? Wir gehen erst zur Arbeit und vielleicht beruhigt sie sich danach und danach ist wieder alles gut. Okay. Oh, ich hab Selina, wir haben dich lieb! It's a prank! Das ist doch einfach echt schon wieder unfassbar. Wie unorganisiert sind die denn eigentlich? Was wollen die denn für Vorbilder für mich sein, wenn die es nicht mal hinkriegen, ihre blöden E-Mails zu lesen? Es ist bald Weihnachten und die haben bestimmt noch nicht alle Geschenke. Ich glaube, das muss ich ein bisschen für mich ausnutzen, diese Situation. Hallo Selina! Selina, wie war dein Tag? Wie war dein erster Ferientag? Auf euch zwei Helden habe ich ja gewartet. Setzt euch. Los. Ja? Wie war denn dein Tag so heute? Was habt ihr so zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich bin unschuldig. Sie war's. Unschuldig? Wir haben eigentlich nichts, wir waren aber... Das glaubt ihr ja wohl selber nicht. Also, ich erwarte euer Angebot. Was ist euer Angebot? Selina. Was ist euer Angebot? Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich das schon vergessen habe. Das war doch nur ein heute Spaß. Heute Morgen. Oh, Selina, das ist für deinen Vater die Schuld. Ja. Ich hab die also, nicht gekriegt. Bist du ruhig? Ich bin ja ein kompromissbereiter Mensch, so habt ihr mich ja erzogen. Was willst du? Also, ich kenn dich, du bist meine Tochter. Ich könnte diese Schmach von heute Morgen vergessen. Wenn wir über ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk sprechen, im Wert von 100 Euro.
Dann haben wir es doch, oder? Was? Setz dich hin. Was? Ja, sie will ja nur Geld haben. Selina, also natürlich müssen wir das erstmal gucken, ne? Wegen der Weihnachtsmann weiß ja noch nicht, ob der wirklich das... Mama, also ihr seid in einer ganz schlechten Verhandlungsposition, muss ich sagen. Du solltest hier vielleicht mal auf Papa hören. Können wir nicht einmal... Guck mal, sie will doch nur ein weiteres Geschenk. Ein weiteres Geschenk. Ja, aber... Dann holen wir ihr so ein... So eine Amazon Alexa oder was weiß ich. Im Wert von 100 Euro, sagte ich. Mindestens. Selina, das ist aber ganz schön. Du erpresst gerade deine Eltern. Das finde ich nicht. Nein. Lass es doch einfach zu. Das ist eine Verhandlung, Mama. Ja, ist okay. Ja, wie du es sagst. So, Selina, dann hätten wir das, glaube ich, geklärt. Gut, Selina, dann würde ich sagen, dann genieß mal noch deine Ferien und ich mach was zu essen. Das hat ja richtig gut funktioniert. Meint ihr, ich hätte noch ein bisschen mehr rausschlagen können? Und haben eure Eltern euch bei einer Sache auch schon mal überhaupt nicht vertraut? Schreibt's mal in die Kommentare.